Komm mit, wir müssen es schneller machen. Denn wenn wir dieses Kind endlich weggeworfen haben, beziehungsweise in den Fluss geworfen haben, dann haben wir endlich unsere Ruhe. Ja, ich bin sowieso kein guter Papa. Geht mir genauso, ich auch keine gute Mama. Wir haben dann gleich endlich Zeit für unsere Sachen. Willst du noch Tschüss sagen oder können wir loslegen? Sch, hör auf zu heulen. Nö, für Tschüss bleibt mir, glaube ich, keine Zeit. Jetzt mach endlich. Ich will die neue Serie schauen. Alles klare, tschüssi. Komm, lass uns schnell verschwinden. Oh ja. Oh Mann, mir ist so langweilig. Ich habe schon alles durchgespielt, das ich hier in meinem Zimmer habe. Ich will irgendwas Cooles machen. Ah, ich weiß was. Vielleicht kann ich ja Mama und Papa fragen, ob sie mit mir rausgehen wollen. Dann habe ich wenigstens etwas zu tun. Mama, Papa, könnt ihr mit mir einen Spaziergang oder so machen? Mir ist richtig langweilig. Du Schatz, wir erwarten aber gleich einen Besuch. Hä? Wer kommt denn? Die Post. Sie bringt uns ein Paket. Och, ich dachte, jemand kommt zu spielen oder so. Aber dass es nur die Post ist? Ernsthaft? Ihr seid wirklich gemein. Nein, Schatz, aber wir müssen wirklich hier im Königreich sein. Wann kommt denn die Post? Die Post, die sollte so in einer Stunde kommen. Ich verstehe euch nicht. Wenn die Post erst in einer Stunde kommen sollte, warum geht ihr dann nicht jetzt mit mir raus? Oh, stimmt. Das wissen wir eigentlich auch nicht. Und könnt ihr jetzt mit mir rausgehen? Es ist nur für eine halbe Stunde oder so. Was denkst du, Schatz? Ja, okay, von mir aus. Ja! Ach, du hattest recht. Das war wirklich eine gute Idee. Ja, ich weiß, meine Ideen sind doch immer gut. Darf ich mal auf diesen Stein klettern? Okay, mach nur. Achtung, ich spring runter. Nein, nicht runterspringen, sonst machst du deine Kleider dreckig. Das ist doch vollkommen egal. Die kann man doch waschen. Aber Schatz, das sind deine Königskleider. Die solltest du schon sauber halten. Nö, ich spring jetzt runter. Das ist cool. Oh, ein Hase. Schatz, kommst du bitte? Oh, wie süß. Oh Mann, der ist von mir weggelaufen. Ach, ganz sicher nicht von dir. Doch, ich hab's gesehen. Da ist ein Eichhörnchen und es läuft nicht weg. Oh ja, das ist ja süß. Stopp, hört ihr das? Oh ja, laut und deutlich. Weint da etwa ein Baby? Hä, warum ist hier ein Baby in der Natur ganz allein und weint? Ich weiß es nicht, lass uns mal nachschauen. Ach du meine Güte! Was macht denn das Baby hier allein im Floß? Wir müssen es schnell retten. Das arme Baby! Schatz, wie willst du es retten? Springst du rein oder soll ich? Ich spring rein. Okay. Ja, ist ja gut. Du brauchst nicht zu weinen. Oh je, Mine. Es hat Hunger. Oh, da ist ja eine Milchflasche. Meinst du, ich soll sie füttern? Ja, wenn sie Hunger hat. Wir können sie ja nicht verhungern lassen. Okay, das ist wirklich traurig. Welche Familie lässt dieses arme Kind einfach im Fluss? Ich denke, wir müssen das Kind erstmal für ein paar Tage nach Hause nehmen und in der Zeit gucken wir, wem es gehört. Vielleicht finden wir irgendwas heraus. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist so gemein! Hey, warum ist es gemein? Ja, warum nehmen wir jetzt einfach ein fremdes Baby mit? Ich bin eure Tochter, nicht dieses Baby. Das heißt, du willst das Baby wieder im Fluss zurücklassen? Nein, das nicht, aber wir können es doch ins Kinderheim oder so bringen, aber nicht zu uns nach Hause. Also wirklich, Diamond Tiara, ich hätte von dir mehr erwartet. Was hättest du von mir mehr erwartet, hä? Ich will halt nicht, dass ihr euch nur um sie kümmert und nicht um mich.
Das tun wir nicht. Wir müssen uns aber um dieses Baby kümmern, bis wir wissen, wem es gehört. Okay. Na, immerhin konnte sie einschlafen. Oh ja. Gib ihr noch ihr Kuscheltier und ihre Milchflasche, okay? Mhm. Oh, Moment. Was ist denn los, Schatz? Da ist noch ein Zettel im Korb. Ja, les mal vor. Wer dieses Baby im Fluss findet, es heißt Samira. Sie ist 11 Monate alt und wir hatten einfach keine Lust mehr auf dieses Baby. Wir wollen unsere eigenen Dinge machen. Wie unverschämt kann man sein? Ja genau, einfach das Baby mit einer kurzen Nachricht zurücklassen. Darf man das überhaupt? Eigentlich sollte man das bei der Polizei melden. Ach, lass uns erstmal abwarten, okay? Ja, ich denke, es wäre besser, wenn wir ein paar Tage damit warten. Genau, aber lass uns Samira jetzt schlafen lassen. Ich will dieses Baby nicht. Meine Eltern werden dann gar keine Zeit mehr für mich haben. Und aus diesem Grund muss ich was tun. Was ganz Böses. Mama und Papa haben doch gerade einen Zettel gelesen. Und ich habe gelauscht. Sie heißt Samira. Okay, Samira. Du darfst jetzt wieder allein sein. Stopp, weh, du fängst an so laut zu sein. Jetzt sei mal leise. Boah, ich hab so Glück, dass Mama und Papa nichts mitbekommen haben. So, tschüss, gute Nacht. Du kannst so viel heulen, wie du willst. Tschüssi. Guten Morgen, Samira. Wo bist du denn? Das kann doch nicht sein. Eine Nacht ist sie bei uns und schon ist sie weg. Schatz! Samira ist weg. Was? Um Himmels Willen! Wo ist sie denn? Ich habe keine Ahnung. Eine Nacht ist sie bei uns und schon ist sie weg. Wir müssen sie ganz schnell suchen gehen. Ja, auf jeden Fall. Damit Tiara, hast du eine Ahnung, wo Samira ist? Nö, ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, dann müssen wir weitersuchen. Hahaha, sie werden sie nie finden. Och Mann, wir haben jetzt schon überall gesucht und wir haben sie immer noch nicht gefunden. Was machen wir denn jetzt bloß? Oh, hörst du das? Oh ja, das kommt aus der Tür. Da müssen wir gleich schauen gehen. Samira, was machst du denn hinter der Tür? Warst du da die ganze Nacht? Oh je, Mene, du Arme. Zum Glück geht es dir gut. Jetzt kriegst du erstmal dein Essen. Hat es dir geschmeckt? Oh ja, du Süße. Hahaha, ich bin so gut. Ihr habt sie immer noch nicht gefunden. Oh, aber Moment, ihr habt sie ja doch gefunden. Woher? Diamond Tiara, hast du damit etwas zu tun? Nein, wirklich nicht, gar nicht. Ich würde sowas niemals tun. Sie kam mir verdächtig vor. Oh ja, mir auch. Naja, egal. Hauptsache, wir haben Samira wiedergefunden. Ein paar Tage später. Diamond Tiara, wir müssen mit dir sprechen. Um was geht's denn? Ich hab genug zu tun. Ich bitte dich, hör auf, so mit uns zu reden. Wir sind immer noch deine Eltern. Okay. Also, wir haben beschlossen, Samira zu adoptieren. Was? Niemals! Ich kann nicht länger mit ihr aushalten. Diamond Tiara, was machst du denn so viel mit ihr? Ich kann es dir beantworten. Nichts. Länger als eine Woche dürfen wir Samira nicht hier haben, es sei denn, wir adoptieren sie. Das ist mir vollkommen egal. Weißt du was, Schatz? Hören wir einfach nicht auf sie. Diamond Tiara, das ist das Beste. Glaub mir. Wir werden ja dann auch sehen, wie Samira aufwächst. Und sie wird eine so tolle große Schwester haben. Ist das nicht toll? Nö! Naja, egal. Sie wird sich hoffentlich schon beruhigen. Lass uns jetzt zum Gericht gehen. Okay. Vielleicht können wir den alten Kinderwagen von Diamond Tiara früher nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Nehmen wir Diamond Tiara nicht mit? Ich bin mir da nicht so sicher. Sie wird ganz sicher Ärger machen. Oh nein, glaub mir, das wird sie nicht. Diamond Tiara, kommst du mit zum Gericht? Nö. Ach komm schon, tu es uns zuliebe.
Okay, von mir aus. Ach danke, das ist jetzt aber lieb. Aber ich tue es nur euch zuliebe und nicht Samira zuliebe. Wir können gehen, deine Tiara kommt doch mit. Oh, das freut mich jetzt aber. Ich tue es nur euch zuliebe, nicht Samira zuliebe. Lasst uns gehen. So, na dann fangen Sie mal an. Wer spricht zuerst? Schatz, willst du oder ich? Ich kann zuerst. Also, es war so, vor ein paar Tagen sind wir mit meiner Familie, also ich, meine Frau und meine kleine Tochter, spazieren gegangen. Und dann hörten wir plötzlich ein Geschrei und Geweine. Dann sind wir noch ein bisschen weiter gegangen und plötzlich sahen wir ein kleines Baby, das im Korb war. Naja, und das Baby tat uns sehr leid. Deswegen beschlossen wir, es mitzunehmen. Das muss dieses Baby sein, oder? Ja, genau. Und im Korb war noch ein kleiner Zettel drin, wie das Baby heißt. Sie heißt übrigens Samira. Und naja, wir wollten fragen, ob wir Samira adoptieren können, denn wir wissen nicht, wo Samira sonst hingehen wird. Also, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, dass Sie das Baby bzw. Samira aufgenommen haben. Und wenn Sie sich weiter so gut um Samira kümmern, dürfen Sie das Kind adoptieren. Da wäre noch eine kleine Frage. Was ist mit den Eltern von dem Baby? Auf dem Zettel stand, dass sie keine Lust auf Samira haben und deswegen haben sie Samira in den Fluss geworfen. Ach du meine Güte, wie kann man auf so ein süßes Baby keine Lust haben? Wenn ich nur wüsste, wie die zwei Eltern aussehen, dann wäre das viel leichter. Ja, das ist halt das Problem. Wir wissen es leider selber nicht. Naja, egal. Dann würde ich sagen, dürft ihr die Adoptionspapiere unterschreiben. Hier liegen sie schon auf dem Tisch. Hier für sie und hier für sie. Samira, du gehörst gleich zur Familie. Und damit ist Samira offiziell ein Teil der Königsfamilie. Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Ich regel das, bleib du bei Samira. Samira, bitte mach kein Rambazamba mehr. Ich mach kein Rambazamba. Ich finde es nur blöd. Jetzt habt ihr sie adoptiert und jetzt werdet ihr keine Zeit mehr für mich haben. Einzelkind ist immer am besten. Das denkst du über uns? Oh ja, und ich weiß es. Aber nein, mein Schatz, du bist und bleibst für immer unsere süße kleine Tochter, okay? Okay, aber ihr versprecht, dass ihr mich so behandelt wie vorher, okay? Ja, natürlich, mein Schatz. Okay, danke. Komm mit. Fünf Jahre später. Lass mich doch endlich in Ruhe! Was mache ich denn? Ich mach gar nichts. Doch, ich will in Ruhe mit meiner Karottenhase spielen, aber du ärgerst mich. Oh, wie ärgere ich dich denn? Ja, du sagst, dass das was für Babys ist. Oh, bist du das nicht auch? Nein, du bist wirklich gemein. Lass mich jetzt spielen. Ja, vielleicht hast du ja auch recht, denn mit einer nicht echten Schwester will man ja auch nicht spielen. Warte, was? Wiederhole deinen letzten Satz. Was hast du gesagt? Ich habe nur gesagt, mit einer nicht echten Schwester kann man nicht spielen. Ich sag's gleich Mama, dass du zu mir nicht echt sagst. Oh, weißt du das denn noch gar nicht? Was denn? Ach, ich glaube, ich erzähl's dir lieber nicht, denn sonst würdest du nur ganz arg rumheulen. Bitte, erzähl es mir. Nee, ich lass es lieber. Du musst es jetzt erzählen. Okay, wie du meinst. Also, wusstest du eigentlich, dass du adoptiert bist? Und mit einer adoptierten Schwester will ich ganz sicher nicht spielen. Sorry. Nein, sag nicht, dass das ernst ist. Das ist nicht ernst. Warum haben mir Mama und Papa nicht darüber erzählt? Sie wollten dich ja nicht traurig machen. Sie haben ein zu gutes Herz. Ja, aber dann hast du ja kein gutes Herz. Oh doch, das habe ich. Aber jemand hat mich ja gezwungen. Ja, aber das stimmt doch gar nicht. Ich bin nicht adoptiert. Frag sie doch. Hä? Du bist so gemein. Genauso wie ich es wollte. Mama!
Oh mein Schatz, was ist denn los? Diamond Tiara hat mir was richtig Schlimmes gesagt. Bitte sag nicht, dass das wahr ist. Bitte! Oh, was denn? Sie hat gesagt, dass ich adoptiert bin. Oh, adoptiert? Warum sollte sie dir sowas sagen? Ja, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich wollte sie mich wieder ärgern. Oh, also sag ihr bitte, dass man keine Lügen erzählen soll, okay? Ja, werde ich machen. Diamond Tiara! Oh, was ist denn? Mama hat gesagt, dass es nicht wahr ist. Hör auf, Lügen zu erzählen. Oh, hat sie das? Ja, hat sie. Da will ich ja mal mit ihr selbst reden. Komm einfach mit. Na komm schon, Mama. Sei nicht so. Sag einfach die Wahrheit, dann ist die Wahrheit raus. Diamond Tiara, bitte. Nein. Hallo? Wisst ihr überhaupt nicht mehr, dass ich noch da bin? Ihr verwirrt mich total. Du sagst, dass ich adoptiert bin. Du sagst, dass ich nicht adoptiert bin. Was bin ich jetzt? Na siehst du, Mama, du sorgst total für Verwirrung. Papa! Ja, was ist denn? Na komm schon, sei du wenigstens so lieb und sag die Wahrheit. Die Wahrheit? Mit was denn? Na, dass sie adoptiert ist. Diamond Tiara, du wirst sowas von einer harten Strafe kriegen. Das heißt, ich bin adoptiert? Nein, meine Süße, natürlich nicht. Na komm schon, Samira, du musst ein bisschen logisch denken. Hä? Du bist adoptiert. Bitte sag, dass es nicht stimmt. Eigentlich... Siehst du, jetzt kennst du die Wahrheit. Du bist so eine gemeine Schwester. Oder Stiefschwester. Ich werde gehen. Und meinen Hund nehme ich mit. Tschüss, Mama. Tschüss, Papa. Oder Stiefmutter oder Stiefvater. Das passt, glaube ich, eher. Diamond Tiara, wie kannst du nur so sein? Das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Das war wirklich fies. Du hast Hausarrest. Ach, das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ich habe das erreicht, was ich wollte. Samira, bitte bleib. Nein, bei einer adoptierten Familie will ich nicht bleiben. Ich will zu meinen echten Eltern. Wo sind sie? Wenn du sowieso jetzt schon die Wahrheit kennst, dann müssen wir mit dir darüber reden. Bleibst du? Okay, nur wenn ihr mir alles erzählt, aber alles von Anfang bis zum Ende, okay? Ja, machen wir, versprochen, aber du musst bleiben. Am Ende passiert dir noch was. Okay. Also, es war so. Und da wir nicht wussten, wo du sonst hingehörst, naja, nahmen wir dich mit. Denn stell dir vor, sonst wärst du wahrscheinlich immer noch im Fluss. Das ist so traurig. Und wie kam es dazu, dass sie mich adoptiert hat? Also, wir wollten dich erstmal ein paar Tage bei uns behalten und dann kamen wir zum Entschluss, dass, naja, wir zum Gericht gehen und dich adoptieren. Eigentlich ist das sehr lieb von euch. Was hätte ich ohne euch machen sollen? Naja, deswegen sind wir deine Eltern. Also Ersatzeltern. Nein, für mich seid ihr trotzdem meine Eltern. Es gibt nicht diese echten Eltern. Denn echte Eltern machen sowas nicht. Da hast du wirklich recht. Oh ja. Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Ach bitte. Und wenn du irgendwann wieder mit uns reden willst, dann komm einfach auf uns zu, okay? Okay, werde ich auf jeden Fall machen. Na, das ist prima. Ich geh spielen. Ich rede nie wieder ein Wort mit dir. Aber, hey, ich dachte, du wärst gegangen. Nie im Leben kann ich meine so tollen Eltern verlassen. Aber meine Schwester könnte ich lieben gern verlassen. Das ist aber traurig, dass du sowas sagst. Nein, das, was du mir angetan hast, das ist einfach nur schlimm. Oh nein, was mache ich jetzt? Ah, ich muss mir was einfallen lassen, um sie wieder zurückzugewinnen. Wie wär's, wenn ich sie frage, ob sie mit mir shoppen gehen will? Oh ja, das mache ich. Und dann wird sie mich ganz sicher wieder mögen. Hab ich nicht gesagt, dass du mich endlich in Ruhe lassen sollst? Ja, ich weiß. Und,
Werde ich auch tun, aber hättest du Lust, mit mir einen schönen Tag zu verbringen, in die Stadt oder so? Irgendwas Tolles machen? Oh nein, niemals! Mit dir doch nicht! Ich wusste, dass ich das jetzt machen muss, aber es geht nicht anders. Es tut mir leid. Das ist alles? Nach dem, was du mir angetan hast? Okay, es tut mir jetzt wirklich leid. Ich meine es ernst. Ich konnte es von Anfang an nicht akzeptieren, dich als Schwester zu haben. Weil es einfach richtig schwer für mich war, da ich immer Einzelkind gewesen bin. Und Einzelkind hat sich richtig toll angefühlt. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Und Mama und Papa hatten die ganze Zeit nur Zeit für mich. Und als wir dich gefunden haben, naja, habe ich mich total verändert. Das haben nicht nur Mama und Papa, sondern ich auch bemerkt. Und es tut mir so, so leid. Du bist eigentlich ein richtig süßes, schönes Mädchen. Und das gerade eben, naja, da hatte ich wieder einen kleinen Ausrutscher. Es tut mir leid. Oh, das war jetzt wirklich süß. Das hätte ich nie von dir erwartet. Oh, danke. Weißt du was? Wenn ich so sehe, habe ich ganz so Lust, mit dir einen Tag zu verbringen. Oh, das freut mich wirklich, Schwesterherz. Na komm schon, umarm mich. Na komm, das geht doch besser. Oh, wo geht ihr beiden denn hin? In die Stadt, wir machen uns einen schönen Tag. Oh, seit wann bist du so nett zu ihr? Seit gerade eben? Sie hat sich ganz liebevoll und herzlich bei mir entschuldigt. Das hat mich so gefreut. Na endlich. Na dann wünsche ich euch beiden viel Spaß. Danke. Das freut mich jetzt aber wirklich. Oh ja, mich auch. Und so machten sich die zwei Schwestern einen schönen Tag und sie hatten so viel Spaß beim Shoppen. Samira war überglücklich, dass ihre Schwester sie jetzt mochte. Und die Eltern, die waren einfach nur stolz.